könnte jetzt mal die erste Frage des Pressepanels stellen. Bitte. Die heißt nämlich, also das Thema lautet da nämlich, also Presse heißt Herr Blome kommen und Frau Münstermann und werden uns ein bisschen was zur Lage der Nation erklären. Und die erste Frage lautet da nämlich, werden wir eigentlich fast Halbzeit, werden wir eigentlich gut regiert? Ja, die Ergebnisse, die die Bundesregierung und die sie tragenden Regierungsfraktionen erreichen, sind gut am Ende. Beim Prozess gibt es gelegentlich noch Raum für die Vervollkommnung hinsichtlich der Geräuschlosigkeit. Das ist ein gutes Stichwort. Da muss ich doch noch mal nachfragen. Die meisten, die hier im Publikum sitzen und auch eigentlich betrifft uns das auch, wir hören ja immer durch die Nachrichten erst, was so los ist. Das geht mir manchmal auch so. So. Ja. Und jetzt wollen wir wirklich mal wissen, ist das Verhältnis von Ihnen und Herrn Habeck wirklich so schlecht, wie das manchmal berichtet wird? Oder Sie treffen sich ja immer mittwochs im Kabinett, wenn man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Davor gibt es noch ein Frühstück, meistens also ohne den Koalitionspartner. Und dann geht man ja ins Kabinett. Und wie ist denn da eigentlich wirklich die Stimmung? Es ist eine Erzählung. Sie haben selber ja einen journalistischen Hintergrund und natürlich arbeiten Medien mit Erzählungen. Und Komplexität wird gerne reduziert, indem man daraus Geschichten des Verhältnisses zwischen Menschen macht. Aber es ist einfach viel trivialer. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Wertorientierungen und es gibt große gemeinsame Aufgaben. Also muss man miteinander ringen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Das aber erreichen wir und darum geht's. Und deshalb, auch wenn die Prozesse mitunter schwierig sind, sind, davon bin ich überzeugt, die Ergebnisse für unser Land gut. Jedenfalls werden viele der Fragen, die über eine lange Zeit in unserem Land nur verwaltet worden sind, jetzt ja auch gestalterisch beantwortet. Ich habe ein paar Punkte hier angesprochen, beispielsweise bei der Migrationspolitik, bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und um das auch zu sagen, möglicherweise ist nur eine Koalition in der Lage, die gesellschaftlichen Konflikte, die es gibt, Zielkonflikte zwischen Klimaschutz und individueller Entscheidungsfreiheit, zwischen Klimaschutz und sozialer Sensibilität und wirtschaftlicher Vernunft, da gibt es doch Zielkonflikte. Jeden Tag, in jeder Familie, an jedem Frühstückstisch werden die mitunter ausgefochten. Und in unserer Koalition gibt es eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven. Und insofern verarbeiten wir bestehende gesellschaftspolitische Konflikte in dieser Koalition. Es wird, kann ich anders sagen, deutlich, dass es keine rot-grüne oder linksorientierte Regierung ist, sondern dass die FDP dabei ist. Also ich jedenfalls bin froh, dass sie dabei ist. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz, da möchte ich noch mal drauf kommen. Sie haben das vorgelegt. Ich kann mich ehrlich gestanden in all den Jahren, und das sind 12 inzwischen, im BVK gar nicht daran erinnern, dass wir mal das Gesetz unseren Juristen gegeben haben und dann kam so gar nichts zurück. Das haben Sie vielleicht so in der Verbändeanhörung auch schon gemerkt. Also die waren alle ganz zufrieden, sage ich jetzt mal. Jetzt stellt sich bei uns aber die große Frage, wir hören da doch ein paar kritische Stimmen von Ihrem Koalitionspartner, den Grünen, im Parlament. Wie schaffen Sie es, dass das Gesetz so, wie Sie es jetzt auch vorgelegt haben, für uns auch wichtig, das Thema Pauschalbesteuerung oder auch die Managementleistungen, Sie haben sie angesprochen, dass die auch bleiben? Weil wir hören zum Beispiel, dass man sagt, naja, also es gibt auch noch die Kindergrundsicherung, die wir dagegen stellen und nur wenn man sich da bewegt, dann können wir erstmal da was im Zukunftsfinanzierungsgesetz machen. Also die Frage stellt sich, wie wichtig ist es Ihnen, wie ist die Relevanz und glauben Sie, dass wir es auch durchbekommen? Es ist ein wichtiger Baustein, Hüther, Sie haben es eben auch ja angesprochen, ein wichtiger Baustein, um den Finanzplatz Deutschland zu stärken. Es kann nicht die einzelne Maßnahme sein und es darf auch nicht die einzige bleiben, aber es ist ein wichtiger Baustein. Er ergibt sich im Übrigen aus der von der Bundesregierung insgesamt vorgelegten Start-up-Strategie, deshalb
weiß ich, dass im Kern alle die Regierung tragenden Kräfte dieses Grundanliegen und die genannten Instrumente unterstützen. Jetzt ist mit den Parlamentsfraktionen natürlich auch zu sprechen, da gibt es immer ja auch eigene Vorstellungen. Das erleben wir regelmäßig, dass im Parlament natürlich noch Schwerpunkte gesetzt werden, aber ich glaube, es gibt sehr gute Argumente dafür, denn um den Gedanken Kindergrundsicherung aufzunehmen, ich halte es nicht für ratsam, solche Dinge gegeneinander zu stellen. Man kann doch nicht allen Ernstes eine neue soziale Ausgabe, die aus Steuermitteln bezahlt werden muss, vergleichen mit rechtlichen Rahmenbedingungen, mit denen man überhaupt dafür sorgen will, dass neue Steuermittel in den Staatshaushalt eingezahlt werden können. Umgekehrt müsste man eigentlich sagen, die Voraussetzung, dass dauerhaft eine Kindergrundsicherung finanziert werden kann, ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das die wirtschaftliche Prosperität in unserem Land stärkt. So ist doch der Zusammenhang. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was für unsere Branche auch wichtig ist. Das ist das Thema der Steuertransparenz. Also dass unsere Fonds auch wirklich sozusagen nur einmal eine Besteuerung erfahren, vor allen Dingen die Investoren. Das ist eigentlich gar nicht strittig. Also wir werden nach einem BMF-Schreiben, wird die Branche auch so steuertransparent behandelt. Jetzt gibt es aber, sage ich mal, in den einzelnen Bundesländern Finanzaufsichtsbehörden, die das in Frage stellen. Sehen Sie eine Chance, dass man von Bundesseite das nochmal vielleicht ins Gesetz schreibt oder ein neues BMF-Schreiben macht, damit das einfach für alle ein bisschen klarer ist? Weil ich glaube, in der Vermögensverwaltung, dass das auch so bleiben muss, da hat keiner ein Interesse daran, das zu verändern. Können Sie da irgendwas machen? Ich kann nur so viel sagen, ich bin mit dem Sachverhalt vertraut und ich könnte jetzt auch Namen nennen von Bundesländern, wo die Praxis besonders augenfällig ist. Wir könnten beide jetzt so ein Blatt Papier nehmen und aufschreiben, dass die und der andere es nicht sieht, austauschen. Ich vermute, da wären ähnliche Worte drauf. Ist nicht Berlin. Mehr sagen wir nicht, aber im Alphabet nähern wir uns an. Jedenfalls, der Sachverhalt ist mir vertraut und wir prüfen, ob und wenn ja, was technisch und rechtlich hier zu tun ist. Das ist allerdings eine Frage im Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Sie wissen, der Vollzug der Steuergesetze obliegt den Länderverwaltungen, wo wir auf Kooperation angewiesen sind und auch auf sie setzen. Und deshalb will ich jetzt nicht durch öffentliche Belehrungen oder Zensuren einen Lösungsprozess belasten. Aber also wir würden uns freuen, wenn Sie sich des Themas annehmen würden. Ich weiß, dass Sie los mussten, deswegen will ich doch noch eine letzte Frage stellen. Ja. Und zwar ist das eine richtige Bürgerinnenfrage. Okay, ja. Wann kann ich heizen? Ja. Wann ist das mit dem Heizen zu Ende? Also wann ist diese Diskussion zu Ende und man hat eine Lösung dafür, wie wir jetzt sozusagen in unseren Häusern, also Ihr Kollege Herr Dürr kam vorgestern bei einem Abendessen in eine Privatwohnung rein, Altbau, und sagte, ja stimmt, also wenn ich hier gucke, eine Wärmepumpe kann ich ja jetzt sowieso nicht einbauen, Denkmalschutz und was da alles so eine Rolle spielt. Also jeder, glaube ich, der hier sitzt, versteht die Diskussion gar nicht, weil die Frage so individuell aufgelöst werden muss. Wann ist die zu Ende? Wie wollen Sie es jetzt auflösen? Weil ich glaube, so langsam sind auch alle genervt und einige, glaube ich, wählen auch inzwischen die AfD deswegen. Ja, also es geht hier um eine zentrale Frage unseres Landes. Und hier gilt, dass wir gründlich arbeiten müssen. Und das Gesetz ist fertig, wenn es gut ist. Dann kann es beschlossen werden. Damit kein Zweifel aufkommt, will ich auch ganz klar sagen, nichts tun ist keine Option. So wie frühere Bundesregierungen mit Blick auf das Jahr 2045 die Hände in den Schoß gelegt haben, können wir jetzt nicht agieren. Das wäre in keiner Hinsicht verantwortbar. Es wäre nicht verantwortbar hinsichtlich der Klimaziele. Es wäre aber auch nicht verantwortbar hinsichtlich der Bürgerinnen und Bürger der privaten Haushalte, die sonst in einer Welt irgendwann von höchsten CO2-Preisen
sich wiederfinden, ohne dass sie eine Anpassungsmöglichkeit rechtzeitig aufgezeigt bekommen haben. Also Nichtstun ist keine Option, aber das Gesetz muss richtig aufgesetzt sein. Man kann nichts verlangen, was unmöglich ist. Das war ein Zitat des von den Grünen gestellten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Und alleine, dass schon ein grüner Ministerpräsident solche öffentliche Kritik äußert an einem Vorhaben, zeigt, hier geht es nicht um Parteipolitik. Hier geht es darum, Lösungen zu finden. Und um Ihr Wort aufzugreifen, von der Individualität, jedes Gebäude in Deutschland ist im Prinzip so individuell wie jede und jeder von Ihnen. Deshalb muss auch die Lösung jeweils individuell sein. Es gibt Gebäude in Deutschland, man muss ja nur mal durch Ostdeutschland fahren, da können sich die Leute noch nicht mal einen Hausanstrich leisten. Aber dann geben wir denen vor, da muss künftig dann eine Wärmepumpe hin und außerdem muss die Außenhaut auch saniert werden, dass sie Energie aus 70 Standards meinetwegen standhält. Das kann nicht funktionieren. Da produziert man dann Stranded Assets am Fließband. Und das kann man übrigens auch nicht ausgleichen mit einer Förderung mit Steuerzahlergeld. Man kann physikalisch Unmögliches nicht versuchen auszugleichen mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und aus dem Grund, das Gesetz muss so aufgesetzt werden, dass wir das Ziel von möglichst, ich zitiere jetzt den Koalitionsvertrag, möglichst 65% erneuerbarer Energie in einer Heizung ab 01.01.2024, so steht es da, um das zu erreichen. Und möglicherweise muss auch an der Zielvorgabe des Koalitionsvertrages oder des Koalitionsbeschlusses noch einmal hinterfragt werden, wenn ich die Stimmen aus den Ländern höre. Da äußert sich zum Beispiel ja der sozialdemokratische Wirtschaftsminister von Niedersachsen, dass er andere Fristen für sinnvoll hält. Ich habe jetzt bewusst Rote und Grüne zitiert, dass die CDU dagegen ist, ist klar, die sind Opposition, es gilt immer schlecht, falsch, zu spät, zu wenig, zu hoch, das ist bei der Opposition klar. Aber man sollte genau hinhören, wenn auch Landesregierungen, die rot-grün geprägt sind, fachliche Bedenken markieren. Das zeigt nämlich, dass es nicht um Parteipolitik geht, sondern es geht um Sachpolitik im Interesse des Landes. Herr Minister, schön, dass Sie bei uns waren. Es war toll, dass Sie als Bundesfinanzminister zum ersten Mal, ist ein Finanzminister beim BVK, Wirtschaftsminister waren schon da. Und ich komme die nächsten 7 Jahre wieder. Das ist ein Versprechen. Ja. Das ist ein Versprechen. Wunderbar. Ja. Und wir bleiben in Kontakt. Das machen wir. Vielen Dank.